Weil die Cops den scheiß Verkehr regeln. Ich raste aus, ey. Alles gesperrt, überall. Scheißdreck. 18 Uhr. Andere brauchen 7 Stunden, bis sie zu Hause sind. Kannst du es mal aufhören zu pissen, oder was ist das? Scheint doch die Sonne. Blauer Himmel. Wo kommt die Pisse her? Der pisst da vom Dach, Alter. Hör mal auf die Scheibe zu pissen. Du Pisser, du. Guten Morgen. So, was geht? Wir sind schon wieder unterwegs. Wohin genau wir unterwegs sind, da können wir Ihnen eigentlich verraten, sagst du, oder? Wir fahren nach Bayern. Und was wir genau in Bayern machen, das erfahrt ihr genau jetzt in diesem Video. Also bleibt dran und wir sehen uns nachher wieder. Muss man sich schon mal kurz die Zeit nehmen und einfach mal genießen, weil das macht man heutzutage zu selten. Und ich wollte euch nur als Tipp geben: Genießt die Momente, die schönen Momente. Man weiß nie, wie lange sie gehen oder wann es vorbei ist, man weiß es nicht. Aber genießt es einfach. Das Leben ist viel zu kurz. Also gönnt euch den Pauno Ausblick. Wie viele Kilometer gefahren? 150, 200 Kilometer, sowas ungefähr. Sind jetzt in Bayern angekommen und als ganz wichtige Mahlzeit natürlich erstmal einen Kaffee besorgen. Der erste Kaffee heute, deswegen war es auch ziemlich schwierig. Aber jetzt geben wir Vollgas und dann denke ich, sind wir so anderthalb bis zwei Stunden müssen wir dann am Ziel da sein und dann verrate ich euch, was wir uns organisiert haben oder besorgt haben. Also bleibt dran. Ne? Da haben wir uns, oh sorry, da haben wir uns zu früh gefreut. Da haben wir uns einfach zu früh gefreut. Jetzt sind wir so gut durchgekommen, jetzt haben wir noch 70 Kilometer vor uns, aber wie ihr seht, stockender Verkehr. Und es sieht noch ziemlich lange so aus. Naja, machen wir das Beste draus, würde ich sagen.
wollen ja nicht so sein. Wir waren jetzt da, wir haben das Ziel erreicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, fahren wir hier mal schnell in die schöne Landschaft, halten mal kurz an. Und ich kann so viel verraten. Es sind auf jeden Fall Felgen, die wir geholt haben. Aber was für Felgen, das seht ihr erst, wenn wir zu Hause sind, würde ich sagen. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg, gehen mal noch kurz aufs Klo, auf eine Toilette, wenn wir hier irgendwo eine finden. Ich weiß nicht, ansonsten düngen wir halt ein bisschen den Wald. I don't know. Und dann würde ich sagen, ab nach Hause. Wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. 4 Stunden wahrscheinlich, so wie es aussieht. Je nachdem, wie der Verkehr ist. Ich hoffe, wir kommen nicht in den Stau. Und ja, dann würde ich sagen, wir melden uns, wenn wir in der Halle sind. Haut da rein. Bis nachher. Meine Fresse, Alter. 2 Stunden steht man im Stau. Nein, du zahlst zu deinem Beistand. Weil die Cops den scheiß Verkehr regeln. Ich raste aus, ey. Alles gesperrt. Überall. Scheißdreck. 18 Uhr. Andere brauchen 7 Stunden, bis sie zu Hause sind. Kann ich kotzen, kann ich sagen. Bis hier steht's mir. Bis hier. Man fängt an zu pissen beim Sonnenschein. Was ist denn da los? Einen hohen Blutdruck habe ich und einen hohen Puls. Platz kleine Ader, ich sag's dir. Lach nicht so! Hör auf zu lachen, das ist gar nicht lustig. Ich bin doch nicht witzig! Du bist ja noch blödig, da war doch reden, oder meinst du, war jetzt zu der Vorlesung und sch**, das fährt dir in den Hals, bis du nicht mehr atmen kannst, So, wir haben es dann endlich geschafft. Wir sind endlich wieder angekommen in der Halle, nach gefühlten 3 Stunden Autobahn. Nicht Autobahn, wie auch immer, 3 Stunden Stau stehen, sagen wir es mal so. Wir waren jetzt dann insgesamt, also die Rückfahrt waren jetzt allein schon 6-7 Stunden. Die Hinfahrt waren 5 Stunden für ein paar Felgen. Aber hey, was macht man nicht alles für sein Auto? Jetzt würde ich sagen, gibt es noch einen ganz minimalen, aber wirklich noch einen ganz minimalen Porn, weil die Felgen sind beschädigt und das kann man ja nicht alles zeigen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke für mehr Infos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video, denke ich mal, vom Golf werde ich euch zeigen, wie wir die Felgen aufbereiten werden, die haben Bordscheinschäden. Und ja, es ist leider heute zu spät. Ich wollte es heute eigentlich noch machen, aber ich sage euch ehrlich, ich bin fertig mit den Nerven. Das Autofahren war mir heute zu anstrengend. Also, haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Peace. Shit. Oh shit. That's wild.